So Leute, und da sind wir wieder bei, glaube ich, Part 4, wenn ich mich nicht irre. Unsere Rüstung sieht immer noch meiner Meinung nach richtig geil aus. Ihre Elbenrüstung finde ich einfach viel zu geil hier. Ja, jetzt kommen wir Schatten aufsetzen und Drachenreiten hier machen, habe ich gerade gesehen. Das machen wir auch. Komisch. Ach nein, Schatten aufsitzen haben wir ja schon. Jetzt haben wir Drachenreiten genommen. Jetzt können wir einen gebrochenen also wenn wir den Drachen genügend gedamaged haben, können wir einen Drachen einfach mal reiten. Was meiner Meinung nach richtig geil ist. Brauchen wir Talion Stufe 6. Wir sind in Stufe 5, also noch ein Level, dann können wir durchs Aufziehen auch gleich Elbengeschosse gewinnen. Wir haben noch drei Falle. Ja, das explodieren lassen holen wir uns jetzt mal. Dolchhagel und Hinrichtung. Auf jeden Fall, man sieht ja schon, man levelt relativ gut. Wir haben jetzt alles bei Reiten soweit, also bei den guten Skills. Hier kann man eben noch die anderen Sachen ein bisschen skillen. Ich weiß nicht, da wollte ich erst noch nachschauen. Gerade hat es etwas geleckt. Ja, hier sieht man es, wir haben zwei von den Sachen. Kriegen wir dann einen Ring oder was? Nein, kriegt man hier überall. Schade, ich hätte gedacht. Sieht man eben, du kannst viel legendär. Wir haben nicht genug Geld, sehe ich gerade selbst. Ja, ich habe hier einiges an Gemetze angerichtet. Und ich glaube mal, ich habe schon alles ausgerüstet, oder? Ja. Dürfte so sein, weil hier haben wir einen neuen Bogen. Der ist nicht besser als unsere, aber dann kriegen haben wir hier noch diese Bonusaufgabe, die aber noch gesperrt ist, was ich schade finde. Jetzt machen wir weiter mit der Story. Ich hatte ja gesagt, wir machen erst das ganze Zeugs, sammeln es und dann können wir das in Ruhe machen. Das machen wir jetzt auch. Yeah.
Wir haben euch gerettet, leuchtender Herr. Gollum, warum solltest du mich retten? Ach, von dir war nicht die Rede, garstiger Waldläufer. Er steht im Dienst der Spinne. Nein, nein. Die dunkle Herrin wacht über Gollum. Gollum wacht über den leuchtenden Herrn. Leuchtender Herr tötet den dunklen Herrscher. Und die Spinne zieht die Fäden. Sauron ist unser gemeinsamer Feind. Man kann sich seine Verbündeten nicht immer aussuchen. Geh voran. Kommt, leuchtender Herr. Gollum zeigt schnelleren Weg. Das war nicht irgendein Troll. Das sind Olokai, Kriegstrolle. Sie sind schlauer, schneller und immun gegen das Sonnenlicht. Saurons Truppen sind stärker denn je. Wir hassen sie so sehr, wie wir Orks hassen. Wir bleiben auf Abstand, damit wir nicht gequetscht und gemalmt werden. So wie du letztes Mal meinen Kopf mit einem Stein zermalmen wolltest? Aber das haben wir nicht. Wir könnten dem Herrscher nie wehtun. Wir machen es jetzt wieder gut, ja? Das bleibt abzuwarten. Fast da, heller Herrscher. Wir sind fast da. Ich weiß, warum ihr hier seid. Gib zurück, was du gestohlen hast. Sei still, Ringschmied. Wie redest du mit mir? Gestohlen. Er hat ihn mir aufgedrängt. Was ist mit dir, Talion? Ich bin hier wegen Minas Ithil. Du willst es retten, auch wenn es schon verloren scheint. Es muss einen Weg geben. Sie sind wahr, deine Visionen. Schenk mir noch eine. Und wofür? Um Weisheit? Oder Macht zu erlangen? Oh, du brauchst nichts zu sagen. Hier hast du deine Wahrheit. Willst du es zu was bringen? Dann musst du töten. Du willst Beachtung? Töte eine Bleichhaut. Je mächtiger dein Opfer, desto schneller steigst du auf. Idril. Sie stirbt. Viele werden sterben, bis Sauron bezwungen ist. Dieses Wissen kann uns helfen. Töten wir den Mörder. Findet diese Zukunft vielleicht nie statt. Wir können sie retten. Ob sie lebt oder ehrenvoll stirbt, wird den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen. Wir müssen Castamir unbedingt beschützen. Wenn er diesem Meuchler anheimfällt, verlieren wir den Palantir. Oh, wir finden ihn, mein Schatz. Für den leuchtenden Herrn. Wir gehen nach Tirith Ungol. Ja, wir finden den garstigen Meuchler. Ja, ja. Der Meuchler muss aufgehalten werden. Gollum, weißt du, wo er zu finden ist? Ja, wir haben seine geschwungene Klinge erkannt. Eine Morgul-Klinge. Ja, alle Leibwächter des Häuptlings ab. Wenn wir seine Ziele finden, die Uruk-Leibwächter, dann finden wir auch den Meuchler. Der erste ist ganz nah. Hier lang, Vorsicht. Da ist ein Morgai-Fliegennest. Was? Zum ersten Leibwächter geht's hier lang. Zuvor sagtest du hättest die geschwungene Klinge des Meuchlers erkannt. Du siehst Kankras Visionen also doch. Ja, leuchtender Herr. Da,
Menschen anschauen. Eine der Leibwächter war in der Nähe, ganz sicher. Nur eine Morgul-Klinge verursacht solche Wunden. Wir sind auf der richtigen Spur. Er ist schon seit einiger Zeit tot. Wir müssen schneller sein, wenn wir den Meuchler schnappen wollen. Ja, wir wissen, wo noch ein Leibwächter ist. Während der Meuchler sich durch die Reihen mordet, wird er stets größere Ziele ins Visier nehmen. Wie Castamir. Ja, Castamir ist der Einzige, der weiß, wo der Palantir ist. Er muss um jeden Preis am Leben bleiben. Wir wissen noch nicht mehr, wo genau. Wir sind nah dran. Ihr findet ihn. Ich dachte, Olofs vertragen kein Sonnenlicht. Wenn er sie vor Sonnenlicht schützen kann, warum macht er uns nicht unverwundbar gegen Schwerter? Wunden von einer Morgul-Klinge, genau wie beim letzten. Dieser Mord ist nicht so lange her wie der andere. Wir kommen näher. Gollum wird wissen, wo unser nächstes Ziel ist. Ich weiß, ich hätte jetzt hier. Er ist noch nicht lange tot. Wir sind nah dran. Näher und näher. Wir bringen euch dahin, wo der nächste ist. Ich weiß, ich hätte auch. Dumme Ochse sehen Gollum nie. Wir schleichen rum und hören ganz viele Dinge. Ich hätte den Grauk erobern können, aber jetzt hätte ich mir erst Schaden zufügen wollen. Müssen. Und das dazu hatte ich keine Lust. Einfach von oben abschlachen. Mein Schatz, besonders der Meuchler, er rennt immer vor ihnen davon. Wir sind nah, aber es gibt zu viele Ochse hier. Bleib hier. Ich finde ihn noch allein. Ein weiteres Opfer. Doch dieses lebt noch. Finden wir heraus, was er weiß. Haben wir das gehört? Es ist der Waldläufer! Yeah.
Und dann auch eine kleine Prügelei hinterher. Ich wollte einfach noch Munition. Shark. Anfällig gegenüber Hinrichtungen, Flamba, Furcht vor Morgengeifliegen, Furcht vor Feuer, Furcht vor Spinnen, anfällig für Bestien, anfällig für Gift. Er ist beschusssicher. Das ist blöd. Stets auf der Hut. Ah, Menno. Wenn ich nicht geirrt habe, hat er Furcht vor Bestien, oder? Anfällig für Bestien. Durch Angriff von Bestien verletzt werden. Ich muss hier oben nur einfach stehen. Sein Tod das Schicksal von Minas Ithil ändern. Minas Ithil ist dem Untergang geweiht. Wir brauchen den sehenden Stein. Wie viel deiner Seele verlorst du durch diesen Ring? Die dunkle Herrin wird sich freuen. Oh ja, mein Schatz, das wird sie. Er mit einem Klumpen voll Scheiße auf ihn geklopft. Er sieht ein bisschen danach aus. Nett. Idril und Kastamir sollten vorerst sicher sein. Doch die Belagerung von Minas Ithil. Der Palantir droht weiterhin in Feindeshand zu fallen. Wir sind hinter feindlichen Linien. Das ist die Gelegenheit, Chaos in Saurons Ringen zu stiften. Der Meuchler hatte noch ein Ziel auf seiner Liste.
Wir sollten es zu Ende bringen und den letzten Leibwächter des Häuptlings töten. Schade, unser Karagor ist tot. Ja, ist er schwächer. Vor immer noch das Schwert, das wir zu Anfangs bekommen haben. So, dann gehen wir mal in die nächste Hauptmission. Steinreise ist nicht verfügbar, wieso ist Steinreise nicht? Der Kampf wird nicht nur an der Front entschieden. Falsche Taste. Ich wollte nicht Zeit. Ich drücke immer 2 anstatt Leertaste im Moment. Aber schön, wir haben noch ein paar Juwelen bekommen. Saurons Heer wächst immer weiter. Die Männer Gondor. Wartet mal. Da haben wir nichts Neues. Das ist auch noch nichts Neues. Tiefer in Mordor hineindringen. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Fünfzehn Kills. Und da oben stehen 2 Grauks. Hurra, nicht schon wieder. Ich weiß nicht, ob das in ein Part drin war, auf jeden Fall. Ich hatte schon mal gegen 2 Grauks. Und die waren mir nicht so, zu mir nicht so nett. Die kämpfen gegeneinander. Das ist mal geil. Greift doch die Grauks nicht an. Eine Hinrichtung gemacht. Na komm schon. Hoho. Durch die Kehle. Brava Grauk. Er kommt so ganz langsam zu uns. Ich warte bloß auf ihn. Ui, der Karagor flog aber. Na, komm her, Karag. Pot, 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 pot.
Oh, braver Grauk. Du hast noch einen zum mit Schätzen gefunden. Was hat er? Ach, ich vergesse das immer. Dass ich das auch so machen kann. So ein Grauk ist auch ganz schön schnell. Eigentlich könnte man so ein Grauk mit als Easter Egg aus Star Wars betiteln. Er sieht ein bisschen wie ein Rancor aus. Sind doch nicht etwa die Orks in der Stadt ausgegangen? Ein paar sind noch übrig, aber wir jagen einen bestimmten. Den letzten Leibwächter des Häuptlings, der die Belagerung anführt. Wir haben es wohl auf denselben Ork abgesehen. An einen Häuptling gelangt. Der sieht geil aus, den würde ich zu gerne in der Armee haben. Weil der ist ein Berittener. War seine Leibwächter. Du klingst, als hättest du Erfahrung damit. Mehr als genug. Ich werde dir folgen. Der Urlaub hier unten sagt einfach gar nichts dazu. Ach so. Oh. Du musst mit den Monstern leben. Du musst eins werden mit ihnen. So besiegst du den großen Betrüger. Das ist ja mal blöd. Ich wollte doch nur die zwei Typen umbringen. Das wurde jetzt ist nicht mehr so gut gelaufen. War der erste Versuch besser.
Einfach durchgehen. Warte mal. Ist der Beschuss sicher? Ne, davon steht nichts. Du gehörst jetzt auch noch mir. Ja, du bist insta weg. Du wirst von zwei Leuten und zwei Karagors angegriffen. Um den Häuptling, den wir jagen. Ohne seine Leibwächter wird er einsam sein. Er wird ihnen schon sehr bald folgen. Der Häuptling, den Baranor sucht, ist nur einer von ihnen. Sie werden ihre Angriffe auf Unasitil fortführen. Dann steht unser Weg. Sie alle töten. Boah, das ist richtig böse. Aber erstmal nur das. Das mit der Spinne ist richtig mies. Und ich schau mal kurz, wie lange der Part schon geht. Ja, geht ja noch eine Mission. Geht locker noch was. Kankras Visionen werden uns den Weg weisen. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Thank you.
Hätte ich noch eine Hinrichtung machen können, aber ich habe zu spät hingeschaut. Wo geht's überhaupt hier hin? Das ist einfach nur ein Weg da hoch. Es gibt zwei Eingänge. Du gibst zu viel auf diese Spinne. Sie zeigt dir nur, was sie will. Und was ist es, was du sehen willst? Minas Ithil, unversehrt. Oh, so selbstlos. Ist das alles? Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge, nicht wahr? Zeig mir mein Schicksal mit den Nazgul. Ein gefährlicher Wunschwaldläufer. Auf Vorsehung folgen Qualen. Wir erobern die Stadt im Morgengrauen! Beuge dich deinem Schicksal! Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Kankras Vision ist nicht unveränderlich. Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Derselbe ist, den auch Baranor und seine Männer jagen. Brauchen Sie Hilfe? Ein Häuptling macht keinen Unterschied. Im Moment ist dieser eine Häuptling die größte Bedrohung für Minas Ithil. Ich werde nicht zusehen, wie Baranor und seine Männer ihr Leben für seinen Tod riskieren. Baranor, ich will helfen. Dieser Häuptling, den ihr sucht, ist nicht ungefährlich. Ist nicht unser erster Häuptling, Waldläufer. Dein Schwert kann wir gebrauchen. Dann erledigen wir ihn zusammen. Ich übernehme die Bogenschützen. Danach können deine Männer vorrücken. Schwert? Meinst du nicht eher Lanze? Du bleibst hier. Oh. Müssen wir den eigenen Pfeilen ausweichen. Sie sind erfahrene Soldaten. Sie wissen, was sie tun. Ein Elb ist so viel wert wie drei Schützen aus Gondor. Was? Nur drei? Entschuldigung, musste sein.
Das klingt gerade irgendwie nach Grauk. Fast seine mal übersehen. Alter. Das war ein geiler Schattenangriff. Sind die irgendwie blind? Der Rabe. Du musst der Narr sein, der meine Leibwächter getötet hat. Du zögerst das Unvermeidliche nur hinaus. Heute fließt das Blut der Menschen und deins trinke ich zuerst. Ich werde dich zu Paste verarbeiten und sie überall auf meinem Körper verteilen. Ich hasse dieses Herumgestehe. Ich muss töten. Ich muss noch kurz abhauen. Ich brauche Pfeile. Das ist Rüstung. Mit mir auf den Karagor hast du nie eine Chance. Auf irgendein Tier.
Ich denke, wir sind quitt. Eine gute Jagd. Mhm. Außer für den Häuptling. Und seine Schützen. Wir sollten das wiederholen. Es wäre mir eine Freude. Nun, Talion. Konnten wir etwas bewirken? Wir wissen noch nicht genug. Wir müssen erneut zu Kankra. Es gibt nur einen Grund, zurückzugehen. Für meinen Ring. Genug! Es geht um mehr als deinen Ring. Oder dich! Ihre Vision könnte unser aller Rettung sein. Jetzt schnappen wir uns erstmal die ganze Ausrüstung. Und was war das gerade? Talion Stufe 8. Du lässt dich zu leicht von ihr beeinflussen. Ich kann mich ihrer Vision nicht verschließen. Und ab zur nächsten Mission. Laufen geschwind mit unserem Karagoho. Kann ich mal kurz schauen? Oh, Part ist gleich vorbei. Also eigentlich, ja, jetzt gleich vorbei. Nur ich rüste noch ein bisschen was aus, dann beende ich schon den Part. So, wir haben das jetzt alles. Das sind Normalkrieger und das sind Eisenwächter. Das sind dann Uruks und Orks, gepanzert, die an meiner Seite kämpfen. Finale Kankra in Erinnerung. Spinnenschwarm. Ich wollte doch hier drüben noch was. Ah ja, Schatzsucher wollte ich noch haben. Weil dann müssen wir nicht mehr mit Steuerung die Sache einsammeln. Wir müssen einfach durchlaufen. Ja, ist auch geil. Das ist auch geil. Jetzt schalten wir einen Bogen frei. Und noch 100. Können wir schon das nächste freischalten. Das ist eigentlich richtig gut. Deshalb behalte ich noch das, weil ich finde das hier nur einschleichen besser. Hm. So, man kann es auch zerstören. 3. Das zerstören wir auch mal. Es bringt uns nichts, das ist schlechter als unseres.
gleich, aber sieht nicht so gut aus. Schild pro Fernkampf 600 wieder her. Da soll ich besser den besseren Mod nehmen, auch wenn es nur ein Schaden ist. Nee, für einen Schaden tue ich es nicht. Dabei bleibe ich bei dem guten Bogen. Da war es dasselbe. Wir haben einen besseren. Das andere, ja, Schwert kann man es machen. So, schalten wir uns noch eins davon frei. Und tun... den da rein. Dann schauen wir noch auf den Markt. Können wir uns so eine Kiste holen? Ja. Zwei kaufen. Ich möchte es auch hoffen. Das ist, glaube ich, besser als unseres. Und das nicht. Doch um eins, aber es ist so eins. Ich finde die hier unten mit so einer Herausforderung besser. Ja, und es ist besser als sonst was. Und schon ist der Part vorbei. Ich sage auf Wiedersehen und ciao. Bis zum nächsten Part.